Klatschmohn, Kamille und verschiedene Gräser. Diese Wiese hinter mir sieht eigentlich noch sehr schön aus. Nur, dass früher dort mindestens 10 Blumensorten mehr geblüht hätten. Tatsächlich haben Biologen festgestellt, dass selbst in ländlichen Gegenden immer mehr Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Äcker und Felder werden eintöniger, Hausgärten erschöpfen sich in monotonen Rasenflächen. Seit vorigem Jahr läuft von Monschau bis Mechernich dazu ein EU-gefördertes Projekt, das die Artenvielfalt in Wiesen, Dörfern und Hausgärten wieder voranbringen will. Wenn das Dorf mit Bio wieder top werden will, Dorf, Bio, top eben, top stimmt auch. Das Projekt hat heute den UN-Dekadenpreis für Artenvielfalt erhalten. Manch einer wundert sich heute noch, dass der Wildwuchs rund um das Hürtgenwalder Rathaus einfach um sich greift und auch im zweiten Jahr hintereinander keiner den Rasenmäher sein Werk tun lässt. Im Gegenteil, dass sich die Verantwortlichen sogar noch stolz zeigen über das Gräsergemenge. Wir haben ja im letzten Sommer das Projekt erst begonnen, im Frühjahr wurde noch gemäht und dann hat man im Spätsommer die Pflanzen gefunden, die hier auf dem Schild zu sehen sind. Und da habe ich gerade mal geguckt und habe dann noch 25 weitere Kräuter gefunden, die zusätzlich zu den Pflanzen auf dem Schild inzwischen schon da sind. Und das zeigt einfach, die Natur hat ein unheimliches Potenzial, wenn man sie einfach mal in Ruhe lässt. Eifelorchideen haben sich wieder angesiedelt, in Kürze werden sie blühen. In den Steinfugen vorm Rathaus findet man Edelweiß ähnliche Pflanzen. Die Wiesen selbst sind ein blühender Lebensmittelmarkt für unzählige Insektenarten. Für solche Artenvielfalt wünscht sich die Gemeinde Nachahmer. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Bürger, die eine große Wiese haben, sich an diesem Projekt mit beteiligen und einfach mal ihren Rasen nicht so regelmäßig mähen, sondern einfach mal eine Zeit lang wachsen lassen und auch mal erkennen, welche Pflanzen hier bei uns in der Gegend wachsen und was man da auch der Natur Gutes tun kann. Im Nachbarort Niedeggen kämpfen die Blumenfreunde Muldenau gegen das Verschwinden der traditionellen Bauerngärten in den Eifeldörfern. In einem Musterbeet züchten sie Stauden und viele bienenfreundliche Blumen. Wer will, kann sich Ableger holen. Wir verwenden die Dinge, die wir hier vorgefunden haben. Man kann man leicht vermehren, leicht heilen, weitergeben. Und so ist es auch schon in den letzten Jahren hier im Dorf passiert. Deswegen gibt es hier auch ein ganz schönes einheitliches Bild in den Gärten, weil die eben schon früher weitergegeben und verschenkt wurden. Weitergeben ist das Stichwort für den Biologieunterricht im Gymnasium Mechernich am Turmhof. Eine Schüler-AG kümmert sich um Gartenteich und Wildwiese, hat Obstbäume gepflanzt. Regelmäßig werden Schmetterlinge gezählt. Wichtig für eine intakte Eifelnatur ist, was in die Eifel gehört. Also wenn man sieht, man pflanzt einen Strauch aus dem Gartencenter, da gehen dann vielleicht drei heimische Insekten drauf. Wenn man aber einen Strauch nimmt, der vielleicht sogar dasselbe Blühmuster hat, also auch gelb blüht, im Vorgarten steht und da gehen dann 25 Arten drauf, das ist, macht einen bedeutenden Unterschied. Junge Leute müssen erleben. Wir müssen erleben, was Natur ist und was Artenvielfalt ist. Sie müssen die Tiere gesehen haben, die Pflanzen gesehen haben. Und dann erst können sie anfangen, auch im eigenen Garten Lebensräume dafür zu schaffen. Blühende Wildwiesen, Bauernstauden, Schulgarten. Dafür gab es heute einen Preis der Vereinten Nationen für Artenvielfalt. Ja, und den hat Maria Hinz entgegengenommen. Sie ist Waldpädagogin bei der Biologischen Station im Kreis Düren. Und wie war's? Schön war's. Wurden Sie ordentlich geehrt? Ja, also wir haben den Preis überreicht bekommen von der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Es waren Mitglieder des Landtages oder auch des Bundestages anwesend. Wir hatten also eine gute, nette Runde, die uns zu diesem Preis gratuliert hat. Ja, da kann man ja auch immer noch mal auf seine Probleme aufmerksam machen, wenn man die mal alle am Start hat da. Ja. Warum ist denn das mit dem Artenschwund in der Eifel so schlimm? Also wir haben ja drei Projekte gesehen, aber dieses Projekt wurde ja gemacht, weil irgendwie wir die Arten irgendwie vernachlässigen. Wie schlimm ist es denn in der Eifel? Fehlen uns so viele Arten? Vielleicht jetzt noch nicht, aber wir beginnen sie zu verlieren, das auf alle Fälle. Und wir in den Dörfern leben lange nicht mehr so, wie unsere Großeltern gelebt haben. Wir leben eher städtischer, wir sind viel unterwegs, wir kümmern uns nicht mehr um unsere Gärten oder haben geschlossene Gebäude, wo die Rauchschwaden keinen Einfluss, also keinen Einflug in den Stall finden. Es ist immer sehr hell, dass Tiere, die in der Nacht Dunkelheit haben müssen,
das sich ändert. Und wir beginnen es und wir können es jetzt vielleicht noch aufhalten und wir können auch jetzt was tun, dass wir es für unsere nachfolgenden Generationen, die Artenvielfalt, die wir jetzt noch haben, erhalten können. Ja, muss man die erhalten? Da sagt ja mancher, naja, also ob jetzt eine Fliege weniger oder mehr oder eine Schwalbe weniger oder mehr, wir haben genug. Muss man diese Arten erhalten? Brauchen wir die alle? Ja, aus meiner Sicht ganz klar. Ich weiß heute nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß heute nicht, sind die Kulturpflanzen, die Gemüsesorten in 10 Jahren immer noch verfügbar oder sterben Sorten aus? Und ich habe eine alte Kultursorte vielleicht, einen alten Apfelbaum, den es seit 200 Jahren in meiner Region so in der Art gibt. Den gibt es noch, der ist eben nicht ausgestorben, weil er befallen ist und sowas. Also ich kann heute nicht sagen, wenn ich die Arten nicht habe, dass meine Zukunft dann trotzdem gesichert ist. Muss ich in meinem Garten was Besonderes anpflanzen oder kann ich einfach mal warten, was kommt? Also gerade in der Eifel, die also eine ganz große Artenvielfalt auch noch hat, auch Arten, die tatsächlich schon auf den roten Listen stehen, kann man auch mal die Wiese wachsen lassen. Wenn die Kinder nicht mehr Fußball spielen auf der Wiese und man sich abends dann auf die Terrasse sitzt, macht so einen Anblick von einem nicht gemähten Teil, der dann blüht, wo man Schmetterlinge sieht oder den Hummeln und den Bienen zuguckt, ja doch auch Freude. Sehr Freude. Und es eigentlich gibt keinen Ärger mit dem Rasenmähen. Also einfach mal wachsen lassen. Vielen Dank, Frau Hinz, dass Sie bei uns waren. Gerne, vielen Dank.